Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Samstag, den 15. Oktober. Nichts soll dich verwirren, nichts soll dich erschrecken. Alles geht vorüber. Gott ändert sich nicht. Die Geduld erreicht alles. Wer Gott hat, dem geht nichts ab. Gott allein genügt. Solo Dios basta. Das ist Teresa von Avila, die große heilige Therese, die auch die kleine heilige Therese sicher gerne so genannt hätte. Eine überragende Frau des 16. Jahrhunderts, von 1515 bis 1582 lebte sie hier auf Erden und jetzt lebt sie im Himmel und ist sicher uns und unseren Reformanstrengungen von allen möglichen Seiten von ihrem großen Herzen her zugetan und segnet uns. Bitte tu das, große Therese. 1534 mit 19 war sie im Karmel und dann war sie 20 Jahre lang, wie sie später schreibt, eine höchst mittelmäßige Nonne. Bin mir nicht ganz sicher, wie medioker das war. Wahrscheinlich war sie ziemlich gut. Aber als sie dann vor dem Bild einer Geißelsäule sozusagen ins Leiden Christi und in die Beziehung mit Christus durchbrach, hat sich für sie alles geändert. Wie ein Sturzbach sei das Übernatürliche in ihr Leben hineingebrochen und von da an hat sie sich zusammen mit dem großen und schlecht behandelten Johannes vom Kreuz um eine Reform des Karmel und überhaupt der Kirche bemüht. Erstaunlicherweise ist sie im inquisitionsfreudigen Spanien des 16. Jahrhunderts nicht verbrannt oder sonst irgendwie unschädlich gemacht worden, sondern auch das Amt in der Kirche hat die Authentizität ihrer Visionen und ihrer Impulse anerkannt. Das Wort Jesu aus dem Lukas-Evangelium für heute. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst. Das ist eine lakonische Kurzform dessen, was in den beiden anderen Synoptikern Matthäus und Markus deutlicher und ausführlicher steht, auch stärker begründet, eindrucksvoller. Trotzdem ist das reicht schon, was hier gesagt wird. Das Verleugnen Jesu vor den Menschen ist kein ausdrücklicher Abschwörungsakt oder irgend so was Merkwürdiges, was wir eh nicht täten, sondern ich fürchte, das ist viel eher, dass wir ihn mit unserem Christennamen, der uns auf die Stirn geschrieben ist, dass wir in unserem Tun, durch unsere Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit ihn verleugnen und ihn zum Gespött für die Leute machen. Und das dürfen wir nicht tun. Wir müssen uns mit Wort und Tat zu ihm bekennen. Dazu brauchen wir schwache Menschen, die wir sind, den Heiligen Geist, den wir deswegen nicht verwünschen dürfen. Davor warnt Jesus ausdrücklich, denn wir brauchen ihn nicht nur, dass er uns in Situationen der Anfechtung und der Anklage behilflich ist mit seinen überragenden Impulsen und seiner übermenschlichen Kraft, sondern einfach auch, dass wir als Christen leben können, auch über eine lange Strecke hinweg. Fürs Bestehen dieses Christenlebens hat uns Christus einfache, nahrhafte Kost gegeben, vor allem das wunderbare, unerschöpfliche Vaterunser, so schnell gebetet, in so einfachen Worten und so brunnentief. Auch dazu hat Teresa geschrieben, über das Gebet heißt das. Das ist ein Ausschnitt aus dem Weg der Vollkommenheit, einem ihrer großen Bücher. Und da habe ich jetzt mal den allerletzten von den kurzen Kommentaren zum Vater Unser für Sie ausgewählt, damit Sie auch an der lakonischen Sprache und an der herzhaft zur Sache kommenden Direktheit
etwas vom Geist dieser Frau spüren. Ihr seht also ihre Schwestern spricht sie an, ihr seht also, mit Hilfe dieser beiden Tugenden, der Gottesliebe und der Gottesfurcht, kann man in Ruhe und ohne Angst seinen Weg gehen. Nur darf man darin nicht nachlässig werden. Die Gottesfurcht muss uns immer begleiten, denn absolute Sicherheit werden wir in den geistlichen Dingen nie haben, solange wir auf Erden leben. Sie wäre sogar sehr gefährlich. Das wusste natürlich auch unser guter Meister, als er zum Schluss dieses Gebetes, des Vaterunsers, die folgenden so notwendigen Worte sagte: sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, darum bitten wir unseren so guten Meister, der so genau weiß, was wir brauchen und der uns das durch seinen guten Heiligen Geist auch vermittelt. Gott segne und behüte Sie alle.